Wir stehen hier im großen Saal der Luise-Alberts-Halle, in dem normalerweise große Veranstaltungen stattfinden. Im Moment tagt hier jeden Morgen der Krisenstab der Stadt mit Vertretern der Hilfsdienste, der Ärzte, der Krankenhäuser, damit wir uns gemeinsam auf diese Situation vorbereiten, wenn auch bei uns die Zahlen steigen. Im Moment haben wir in Oberhausen noch unterdurchschnittliche Zahlen von an Corona erkrankten Patientinnen und Patienten. Wir müssen uns aber darauf vorbereiten, dass das auch bei uns deutlich ansteigen wird. Und deshalb bin ich so dankbar für dieses gemeinsame Handeln und diese gute Abstimmung. Wir sind in der glücklichen Situation, dass die Oberhausener Krankenhäuser sowohl die Zahl der Beatmungsplätze steigern können, als auch deutliche Reservekapazitäten in den Häusern bestehen, Stationen, die in den letzten Jahren geschlossen worden sind und jetzt wiederbelebt werden könnten, sodass wir hoffentlich mit einem Ansturm von Patientinnen und Patienten gut umgehen können.